Jo Leute, es geht weiter mit Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, wir sind jetzt irgendwie in einer anderen Zeitdimension, in der prähistorischen Welt, wie man sehen kann. Okay, und ich kann nicht zurücklaufen. Aha. Versuche natürlich hier auch weiterhin unsere Special Moves letztendlich nicht aufzubrauchen. Aber ja, ganz cool, dass wir eigentlich mal auch eine andere Dimension so kennenlernen. Crazy von der Story her natürlich, ne? Aber ja, im Prinzip nicht schlecht. Mal was anderes. Oh ne, die Viecher schon wieder. Die sind natürlich jetzt besonders nervig. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte ja keinen Special Move machen. Na, aber irgendwie hat es nicht anders geklappt. Das gibt's da nicht. Sag mal, will er gar nicht down gehen oder was? Es geht auch down da. Oh Mann, wenn der runtergefallen wäre auf den, das wäre so schön gewesen. Aber der geht ja gar nicht down. Ah, so muss ich den eliminieren, okay? Muss quasi von oben springen. Okay. Der will nicht down gehen. Ey, der blockt ja alles. Das ist ja Hammer. Ja, dann komm, komm. Komm, komm. Mach mal die Deckung runter. Ah, jetzt. Sauber. Ach du Scheiße, da kommt ja sogar einer mit einer Axt. Oh oh. Ach komm, hör auf. Was sind das denn für Lehmmonster? Oder Steinmonster. Alter, explodieren die oder was? Jo, tatsächlich. Okay. Nein! Jetzt kommen noch hier Mortal Kombat Leute mit irgendwelchen Bomben. Scheiße, wird ja immer heftiger hier. Ah ja, kommt ruhig, kommt ruhig, kommt ruhig. Oh yeah. Aber auch schön von der Cinematik her, ne? Nicht schlecht. In einem Land vor unserer Zeit, kann man im Prinzip sagen. Nur nicht ganz so friedlich. Oh oh. Damit habe ich aber gerechnet, dass hier noch Dinosaurier kommen. Und der reitet sogar auf einem, wie episch. Ja, was die aber auch alles geschafft haben, ne? Alter! Okay. Und jetzt kommt ein Boss. Oh. Your history, Slime Balls. Okay, ich bin also irgendwie Geschichte. Naja, mal sehen, ob du schaffst. Du möchtest gern Leonardo. Eigentlich gehörst du in die Geschichte, weil du in diesem prähistorischen Land lebst. So eine hässliche, kranke Missgeburt wie dich hat man schon lange nicht mehr gesehen. So, so. Tack, tack, tack. Ja, halt dir ruhig den Bauch fest. Ich
fickst dir da immer wieder rein. Aber du hältst aber auch ein bisschen was aus, ne? Naja, gleich bist du down. Es sei denn, du packst noch irgendwie einen Special Move aus oder so. Ach du Scheiße! Einen noch. Und noch ein Treffer oder so. Ja, jetzt bist du down. Puh, geschafft. Der prähistorische Turtlesaurier. Ja. Cooles Level. Mal ganz, ganz anders als New York City. Okay, und was ist jetzt? Komme ich jetzt wieder zurück oder gibt es da noch ein paar andere Level in der Vorzeit? Oder komme ich jetzt irgendwie in die Zukunft? Oh, jetzt ins Piratenzeitalter. Okay. Interessant. Jo, kurzen Selfie machen hier. Genau. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Oh yeah, sieht so ein bisschen nach Donkey Kong Country aus. Wie das Schiff von King K. Rool so ungefähr. Ah, ich finde die Locations hier ehrlich gesagt richtig geil. Und wenn man sich aber überlegt, ich habe jetzt nur drei Continues, ne? Also wenn ich jetzt ohne Save State spielen würde und ich habe nur... Oh, und ich habe nur drei Continues. Alter Schwede. Jo, und die mit Pfeil und Bogen, ist klar, wie Piraten. Und ich muss hier auf die Pflanzen so ein bisschen aufpassen. Da sind welche, die gehen schnell kaputt. Wenn ich da drauf trete, man sieht die zum Glück auch, aber man muss erstmal wissen, was das bedeutet. Oh yeah. Yes, sauber. Und dann noch ein Schwertkämpfer, der passt natürlich gut. Und was kann ich hier machen? Geht hier irgendwie was? Oh oh, sag bloß, da kommt einer mit einem Kanonenschiff. Nein, und was passiert hier schon wieder? Nein, jetzt... Ja, genau. Jetzt könnte ich mal wieder eine Pizza gebrauchen. Okay, hier. Bombenpizza. Yes. Oh yeah. Nein! Ein Ab verloren. Aber auch cool, dass die unterschiedliche Ninja-Variationen hier reingebracht haben. Ah, der auch noch wieder. Ist der allerbeste. Aber gut, dass diese overpowerten Gegner halt nur einen Hit aushalten. Das ist schon mal sehr gut. Das wäre auch ein bisschen zu gemein. Ah, und die können sich auch gegenseitig zerstören. Ja, cool. Ja, ich nehme mal volle Heilung mit. Muss ich hier nach oben, oder was? Nee. Alter, und der hat eine Bazooka am Start. Total OP, der Typ hier. Okay. Und jetzt kommt der Boss, ne? Genau. Ah, geil, das sind diese... Ach du Scheiße. Zwei sogar. Du bist die wandelnde Planke. Ja, das werden wir sehen. Was ich bin oder was du bist. Alter, die sind aber ganz schön schwer. Also bei dem muss er wirklich aufpassen. Der mit seinem...
Alter! Der ownt dich ja komplett, der ist ja richtig schwierig, Mann. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier noch einmal, nee, nicht safe, sondern natürlich load. Und versuchen es noch einmal. Skull and Crossbones. Oh yeah. Mir hat das Level eigentlich gefallen, auch wenn ich hier down gegangen bin. Das kann doch nicht wahr sein. Yeah. Und weiter geht's. Man merkt übrigens, dass das Spiel noch von 1992 ist. Es hat nicht hundertprozentig die ganze Möglichkeiten, ja, die ganzen Möglichkeiten des SNES ausgeschöpft. Das ist aber typisch für Spiele, die zum Release von einem Spiel kommen oder kurz danach. Zu einem Release von einem System kommen oder kurz danach. Also wenn du dir dann Spiele anguckst, die 94, 95 auf dem SNES gekommen sind, das waren schon ganz andere Kaliber, wa? Aber trotzdem sieht es natürlich super gut aus. Weiter. Ja, ich bräuchte so langsam mal die Pizza. Ich hoffe, die kommt gleich. Ja. So, und jetzt kommen die beiden Bosse. Wir sind zum Glück bei voller Gesundheit. Ja, ja, hör auf zu erzählen. Ach, hör doch auf, ich hab den doch... Ja, ich spam den da so ein bisschen in die Ecke. Ist aber normal, dass ich versuche, den in die Ecke zu spammen, weil du siehst ja selbst, was der für eine kranke Reichweite mit seinem Schwert hat. Nein! Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, der macht mich hier schon wieder kaputt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach, das ist doch ein Arsch, ist das so. Ja gut, Leute, bis zum nächsten Mal, im nächsten Part. Alles klar, bis dahin.